Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Tales of Cestiria plus die Geschichte, Alicias Geschichte. Das werde ich jetzt aber, glaube ich, nicht jedes Mal sagen. Das ist. Verspreche ich mich nur irgendwie. Glefetzing. Moment, Glefetzing, ja? Ernsthaft? Wir müssen in die Glefetzing, dass ich das jetzt erst realisiere. Ich habe irgendwie die ganze Zeit an den Sumpf gedacht. Ich habe keine Ahnung, wieso. Also, was macht ihr denn da? Seid ihr blöd? Ab sofort importieren wir mehr aus Highland, aber wir wären viel besser dran, wenn wir wieder Weizen auf der Pearl Harbor Weide abbauen könnten. Aber ich frage mich, welchen Teil Edna versiegelt hat. Aber ich finde es gut, weil ich könnte wetten, durch, dass wir diese, also merken, oh, die Versiegelung wurde gebrochen. Und dann müssen wir da durch, dann kriegen wir bestimmt eine neue Map und sowas. Ich hoffe, dass das jetzt auch kommt, weil dann habe ich jetzt mich umsonst so sehr darauf gefreut. Das kann man mir nicht antun. Ja? Ihr müsst jetzt mindestens 30 Folgen aus dem DLC kriegen. Also so wie ich spiele, würden das auch mindestens 40. Wir könnten jetzt natürlich... Oh, wartet. Einen Kampf will ich kurz machen. Einen Kampf will ich kurz machen. Ich will mal... Was war eigentlich mein eigentliches Ziel? 56. Alter. Jetzt muss ich mal gucken. Hoch. Alter. Das sieht doch mal geil aus. Und runter X. Auch runter X hat auch was. Sieht aber ungefähr aus wie... Ah, ne. Das ist... Ah. Das sieht auch wieder gut aus. So, jetzt mach ich mal ein paar Kreisangriffe. Aber die macht echt mega geile Angriffe. Die Sache ist, wir sind aber noch nicht durch mit allen, ne? Ich muss sagen, der Flammenreigen, er sieht zwar cool aus, aber er macht nicht wirklich was. Das finde ich ein bisschen kacke. Wirkt man. KP wiederherstellen. Achso, okay, da ist schon mal eine Heilung, also können wir das ignorieren. Dann haben wir nur noch Donnerkrach. Dann hoffe ich mal, dass das jetzt ein bisschen cooler ist. Sonst bleiben wir bei dem Flammending. Spums. Dann haben wir ja immer noch, ne? Genug. Genau, genau. Jo, Truhe. Zack. Ich find's blöd, das ist ja jetzt, dass nicht ein bisschen mehr Leben in den ganzen Maps war. Natürlich, es waren überall Gegner und so, aber das war's auch schon, ne? Aber ich meine hier so, dass wir mal so ein paar Gegner und so, ein paar Leute einfach mal rumstehen und was machen. Natürlich waren immer mal welche da, ne, aber so einzeln und dann auch nur an einer Stelle. Die Ernte auf der Pearl Harbor Weide war dieses Jahr ganz schön mager. Aber angeblich sieht es für nächstes Jahr schon viel besser aus. Vielleicht sollte ich etwas Land kaufen, bevor die Preise in den Himmel steigen. Die Sache ist aber mehr die... Wieso reden die hier drüber? Die Pearl Harbor Weide ist auf der anderen Seite. Wann ist diese Höhle aufgetaucht? War es während des Krieges? Ich meine, die Drachenangriffe waren definitiv heftig genug, um das Gelände selbst zu verändern. Also kann das durchaus sein. Oh, die Höhle, die versiegelt wurde, wurde entsiegelt. Blablabla. Das kann aber nicht unten rechts der Dungeon gewesen sein. Search, ist klar. Gammelt hier einfach mal ein Mammut. What are you do? Doop, doop, doop. Was sind das da für Dinger? Achso. Ja, Moment, das sind doch neue, oder? Ja, antike Rüstung 2. Das ist einfach genau die gleiche Attacke nochmal. Moment. Aber ein höheres Art. Donnerkrachen? Achso, Donnerkrachen. Ja, Moment. Monzern? Aufstiegender Speer.
Lena Spitze, gefrorene. Ja. Hat sich Donnerkrachen schon gemacht? Moment. Wie viel habe ich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da ich eigentlich eins nicht gemacht habe, haben wir nur 7. Oh, Tatsache, dann haben wir wirklich schon alle. Ach stimmt, ich hatte ja erst Donnerkrachen und dann Flammenreigen ausgewählt. Genau, da war ja was. Okay, gut, dann war's das. Ah, muss ich Flammenreigen nehmen. Aber ich muss ja nicht benutzen. Und das sind meine ganzen Kreisangriffe. Dann würde ich mal Seitekreis mal gerne durchgängig ausprobieren. Einfach mal um zu gucken, wie die letzte Form aussieht. So, und schauen wir mal kurz. Wir müssen dort oben hin. Da ist ein. Da ganz oben. Also da wurde. Da, wo wir mit dem Drachen gekämpft haben. Nee. Hier war der Drachenkampf. Oh, mittig, oder? Oder war der hier ganz oben? Nee, der war hier mittig. Der ganz oben war, war ein anderer Zwischengegner. Aber wir müssen jetzt nicht gegen den kämpfen. Denn wir sind schon auf Speed. Die Schild sieht immer so aus, als würde da was sein, aber das tut es nicht. Es verleugnet uns. Kaum zu glauben, dass es immer noch Extremisten gibt, die den Krieg weiterführen wollen. Naja, so wie Donald Trump. Wenn wir nur unsere Zusammenarbeit mit Highland stärken könnten, könnten wir Clefeld gründlich untersuchen. Ich wünsche, die Chefetage würde die Sache allmählich auf die Reihe kriegen, damit es endlich weitergeht. Ja. Ist schon eine Weile her, dass wir uns gesehen haben, seit dem Kampf damals, nicht? Nochmal vielen Dank, dass du mich damals gerettet hast. Ohne dich wäre ich heute nicht hier. Dafür lade ich dich irgendwann zum Essen ein, versprochen. Er hat nicht mit uns geredet. Ja. So, erstmal speichern, aber das Lila, das sieht echt schön aus. Ja, offene Ohren ist auch immer noch dabei. Wunderbar. Oh, komm schon, hier muss auch eigentlich irgendwo. Zumindest eine Truhe hätte ja sein müssen. Bin enttäuscht. Denn die Zelda kann ich auch nicht rein. Mann. Aber hier, komm. Nee. Wow, das ging gerade ein bisschen zu schnell, das Drehen. Ich will nicht mit dir kämpfen. Die, Traitor! There! Operation Bait Success! Eigentlich ja nicht, aber wir sind einfach viel zu OP. We won't lose to you. Alter, die machen den einfach platt. Dratch. Now we follow him, right? Hey, Rose. Das hätte aber ruhig mal auf uns warten können. Ne? Ich frage mich gerade, wenn wir in dem Hauptspiel hier nicht die Sache gemacht hätten, könnten wir die jetzt machen? Aber wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber das würde mich echt mal interessieren, ob denn hier dann auch so ein Special-Post entstehen würde. Als ob ich mit euch kämpfen würde. Ich bin eh die ganze Zeit auf Speed. Auch wenn es die ganze Zeit da wieder abläuft, ich bin einfach die ganze Zeit gleich schnell. Was bist du denn da? Achso. Anprobieren. Von ganz weit hat man da überhaupt nichts gesehen. Naja, die hat hier echt die Arschkarte, was Items angeht. Würde es denn. 20 Damage würde ich da verlieren. Brauche ich nicht. Die machen mir ohnehin kein Damage. Von daher ist das egal. Die Musik ist gerade und ich bin langsamer geworden.
Was geht denn hier ab? Alter, ich bin jetzt voll langsam. Ah, so bin ich wieder schnell. Hä? Ach so, da war noch der Typ und ich, deswegen ist er langsamer gelaufen. Genau, wir dürfen ja nicht zu nah an ihn ran. Deswegen läuft sie langsamer, damit wir ihn nicht einholen können. Mann, ich dachte schon, das war eben nur die ganze Zeit ein Bug, dass wir schnell laufen, ey. Mann. Wieso wartet denn der auf uns? Ah, da ist die Höhle. Jetzt frage ich mich aber auch wiederum, konnte man im Hauptspiel sehen, dass da etwas sein könnte? Oder war das einfach eine ganz normale Wand? Stimmt, da ist eine kleine Cutscene dann immer. So it was here after all. We were right to be worried. Was there always a cave here? This cave leads to the village of Camlann. Camlann? The origin village? Yep, this is the entrance from the Roland side. The path had long been lost, but in the aftershocks of the cataclysmic battle with the Lord of Calamity, the way opened up once more. Yeah, but I sealed it. I know I did. Hmm. Let's go! Rose, wait! Even if we were to purify their malevolence, the fundamental problem won't be solved until they're properly apprehended. Let's report to Sergei and... There's no time for that! Listen to me! We can't allow any humans to set foot in here! Fine, let's go. What? I thought you were gonna put up more of a struggle. You wouldn't have backed down, would you? Well, that's true. Let's go. Okay. I can't tell if they really get along or not. Dass Alicia die Hand selten nachgibt. Offenbar wusste niemand, dass hier eine Höhle ist. Das hätte auch wirklich jemand bemerken müssen, meinst du nicht? Die Streitkräfte beider Länder sind immer in der Nähe. Aber trotzdem hört man nichts. Irgendetwas daran ist definitiv merkwürdig. Aber wenn wir weitergehen, werden wir schon Antworten bekommen. Zu den Extremisten und allem anderen. Jetzt los, auf geht's, Alicia. Wir werden Camlann hinter den Verlies finden, glaube ich. Jetzt ist keine Zeit zum Herumtrödeln. Los, beeilen wir uns. Ich ja auch noch extra mit den Händen fuchte. Hier hinten war immer was. Ich will, dass da jetzt auch was ist. Ah, na gut. Das reicht mir schon vollkommen. Eine silberne statt zwei Normalos. Das ist okay. Die nämlich hier immer standen, glaube ich. Aber hier war auch ein. Aber dafür ist hier kein Kraut. Ich bin enttäuscht. Ich muss echt die ganze Zeit auf die Zeit achten, Alter. Gut, dann kommt jetzt eine Zwischenhöhle und dann kommen wir nach Camlann. Durch diese Höhle. Die das Böse hier. Oh, guck mal, hier sind ganz viele böse Leute. Ich traue mich hier nicht weiter. Die könnten böse Dinge mit mir anstellen. Oh, ich laufe natürlich erstmal richtig. No! Oh, small fight. This will be quick. Werden jetzt bestimmt stärker sein, oder? What the fuck? Das will ich mir nochmal angucken. War ich das? Oh. Ja, wenn man die Kreisbombe machen will, sollte man nicht X drücken. Unter Kreis ist genau die gleiche Attacke bei Sorry. Das ist echt traurig. Aber interessiert mich nicht wirklich. Ah, Band des Kosmos. Moment, was habe ich da bekommen? Wer kann das anziehen? Ah, nur ich. Super. Aber das ist voll kacke. Ich brauche nämlich keinen Magieangriff.
Jo. Oder? Moment. Ne, ist überall Schwert. Aber wenn, müsste das dann so aussehen. Wenn ich Magie bräuchte. Da fällt mir gerade ein, könnte es sein, dass Saray nie Magie gebraucht hat? Ich habe da, glaube ich, nie drauf geachtet. Scheiße. It's worse than I thought. Yes. The malevolence is already producing very powerful Helgans. Let's hurry. Yep, she's mad. Can't say I blame her. Indeed. We went to the trouble of sealing this cave off. And now someone's reopened it. There's something in Camlann that has to do with Saray, isn't there? Oops, she noticed. What? Let's take care of this quickly. I'm not gonna tell you. I'm not asking you to. Alter, nehmt euch ein Zimmer. Das ist ja mega übel. Alles klar? Ja, komm mal, Sam. Wieso ist hier nichts? Mann, wieso läuft ihr mir immer noch hinterher? Ich will nicht gegen euch kämpfen. Dir das noch nicht geschenkt. Zweiwege. Aber dieses Problem kann ich lösen. No! Was it worried for a moment? So kann ich eigentlich nicht gegen die kämpfen? Wir kommen keine Gespräche. Normalerweise sind das doch neue. Demon Swallow! Burn Krypton! Rising Phoenix! And tore my foe! Demon Swallow! Lightning Strike! Oh, das sieht cool aus. Okay, dann ist links. We won. Element. Ja, Löchchenpopüchen. Mit dir wollte ich aber nicht kämpfen. Yay, Truhe! Oh, die Zeit. Es wird knapp. Wir müssen uns beeilen. Nein, du nicht. Gut, wie soll er gehen? Das sehen wir dann nach der nächsten Folge. Bis dahin, haut da rein. Ciao.